So, hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard und das hier ist der zweite Teil von meinem Replay-Shoutcast vom Spiel Warcraft 3 auf der Map Lost Temple, die Winterversion. Ihr seht hier überall alles Schnee und Eis und so und ganz böse, böse, böse. Zwischen dem Undead Grubby und dem Orc Lucifer. Ja, ihr habt richtig gehört, die beiden haben nämlich für dieses Game ihre Races geswitcht und gerade eben steht es 67 Supply für den Undead mit einer Expansion hier und einer Expansion, die hier gerade eben vom Ork zerrupft wurde, gegen 76 Supply und einer etwas späteren Expansion, die noch 10.000 Gold hat und die hat nur noch knapp 8,7. Also gerade der Ork, was Armee angeht, im Vorteil 2-0 Upgrades gegen einen Undead, der ja, 0-0 Upgrades hat, aber hat Destroyer. Also, man ist sehr gespannt. Die stehen hier auch ein bisschen arg verteilt. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Hier sind noch ein paar Reste der Armee. Also, sehr, sehr seltsam. Aber mal gespannt und ich würde sagen, wir starten. Go, go. Get to the chopper. Die Einheitenbalken finde ich einfach viel praktischer. Wow. Das hat hier ein Lauschen gedreht. Gott, war das laut. Ich habe keine Ahnung, was das los war. Ich habe irgendwas dann geredet. Und jetzt kommt zum Fight. Schöner Stomp hier vom Town Chieftain. Oder kommt der erste Foster und dann musst du sofort ein Stern. Ja, der Impale, da war ja wohl eher ein Satz mit X. Aber jeder kommt. Die lila Molkekuh, die geht vollkommen drauf. Hex gegen den Frostwurm. Der muss sofort ins Nerd werden. Der muss ins Nerd werden. Gar keine Chance. Da muss irgendwas passieren. Wunderschöner Stomp hier. Da klatscht er rein. Der Impale, Satz mit X war wohl nix. Alter Schwede, der Death Knight, der sieht auch nur noch die Rufe vom Town Chieftain über seinen Kopf hineinbrechen und immer wieder der Hex, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, der Mana-Stein sollte definitiv auf Rastafarian sein, nicht auf der Molkekuh. Die Molkekuh braucht das nicht so dringend wie er jetzt. Er könnte den schlucken und jetzt ordentlich weiterheilen. Gar keine Chance, Frostwurm natürlich immer noch aus dem Spiel genommen. Jetzt ist er wieder da, jetzt könnte man das mal da gut gebrauchen, aber nein, er ist schon erst damit beschäftigt, hier Fleisch zu stompen. Blade Master zerruft einfach alles, was da ist und der Cryptlord jetzt auch OOM, hat allerdings noch einen Invobot auf den Town und Chief, dann zünde ihn, Keule! Junge, alter Schwede. Oh, jetzt wird hier der Frostwurm hart fokussiert, der macht natürlich einen Mortar Missing Damage letzter Sekunde hier von dem Rastafarian, natürlich Clarity Potion gezündet hat, sollte man vielleicht mal anhitten, den Guten, damit er vielleicht mal aufhört, Mana zu generieren und da geht die Vieh in Down. Molkekuh sollte aufpassen. Molkekuh, 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 Molkekuh. Alter Schwede, das gibt keinen Kakao mehr. Holy fuck. War das ein Fight. Alter Schwede. Und jedes Mal sieht man einfach, Grubby hat den Skill mit dem Löffel gespachtelt. Ja, also als der Skill geregnet hat, hat er wahrscheinlich einen riesen Bottich genommen. Wie er einfach owned im Fight, aber ist einfach blöd gemacht von Lucifer. Tut mir leid, der Typ ist Gott mit Undead, aber das ist nicht. Ich weiß nicht, wieso man dem Town Chieftain das Mana-Ei gibt und, die Goldmine ist eingestürzt. Wieso man dem Town Chieftain das Mana-Ei gibt? Klar, natürlich, er kann viel damit reißen. Er kann natürlich stompen, dies, das, jenes, aber der Shadow Shaman, er kann hexen, er kann alles. Er braucht mehr Mana. Er braucht es einfach. Er braucht das Mana meiner Meinung nach nötiger, ja? Mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Aber der Gute sollte echt mal ein bisschen Updates, ein Upgrade setzen. Normalerweise, wenn der Ork spielt, hat er viel, 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 viel mehr. Expansion-Versuch jetzt von Lucifer. Natürlich, Mighty Mighty Grubstar hat jetzt fett den Vorteil, ja. Die Karawane wird jetzt leider nicht gespottet. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nee, wird nicht gespottet. Weiß von der Expansion, natürlich. Weiß, wo der Gegner ist, aber hier. Keine Schämen. Ich meine, Junge, du spielst Undead. Opfer ein paar Kolyten. Du hast mehr als genug Geld. Aber dann sieht man einfach, dass wahrscheinlich die Routine fehlt. Der spielt wahrscheinlich nicht so oft Undead, dass er das beachtet. Wow, woher hat er die Detection? Ich habe keine Ahnung. Na, der Impale war ja wohl nicht allzu gut. Aber jetzt kommt es wieder mal zum Fight und wir sehen einfach mal wieder Frost vom Reiner. Und Alter, Schwede ist das Damage. Sie wird natürlich sofort entsnared. Hätte er vielleicht viel früher machen können. Da kommt der Fokus, da muss fallen. Viel zu viel Damage. Die Raider fallen hier einfach ein nach dem anderen. Super wichtig. Level 4 für Mr. Rasta. Das Impale war schon ein bisschen besser. Und die Headhunter, die fallen natürlich auch, werden hart gefokust. Schöner Heal an dieser Stelle. Aber auch hier gegen den Destroyer. Alter Schwede, der wunderschöner Impale an dieser Stelle. Da hat Grubby definitiv jetzt besser gehandelt. Level 5,5 für den. Der ist ja gleich Level 6, der Cryptlord. Und sein Ulti ist fucking evil, ja. Shadow Shaman muss sich hier retten mit
einen fast negativen HP schon, ja. Er hat das Wort Leben echt nicht mehr verdient. Die Headhunter fallen jetzt auch und der Blader nur noch als letzte Einheit im Spiel. Also der zieht das seine ganze Armee. Eigentlich kann der alleine 70 Supply aushebeln. Okay, nicht so viel, aber 20 locker. Und die Grunts, die werden jetzt alle sterben. Das ist einfach nur noch gefundenes Fressen für den Crypt Lord. Der wird jetzt hier wahrscheinlich Level 6 werden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter! Jagd mir doch gerade jetzt gefragt haben. Meiner Fresse. Crypt Lord kurz vor Level 6. So kurz. Und Destroyer stirbt. Da muss er jetzt. Er wird sich jetzt nicht ernsthaft noch mit dem Crypt Lord anlegen, oder? Bam! Der erste Schlag. Zweite. Na? 28 HP. Alter Schwede. Holy Chabank. Hat er gut gespielt, da hat er definitiv sehr gut gespielt. Hat er den Raster gerade gekillt? Nein, Raster nicht gekillt. Ich habe mich gefragt, was er gerade mit dem Death Knight macht, aber alter Schwede. Alter Schwede. Ja, das Mana-Ei wurde ja trotzdem gefressen vom Town Chieftain. Ah, naja. Okay, der Death Knight scoutet, will natürlich schauen, was abgeht. Hat jetzt einen Schemen mitgenommen. Den Schemen, er muss doch ahnen, dass entweder hier... Oder hier die nächste Expansion ist. Das muss er doch riechen. So viel Spielerfahrung und so viel Plan muss er haben. Scheint stattdessen den Schemen mitnehmen zu wollen. Wahrscheinlich konnte er deswegen den Blade Master vorher sehen. Wahrscheinlich so. Habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht. Ja, wenn der Crypto Level 6 wird, und der wird wahrscheinlich in dem Spiel Level 6 werden, dann ist Zappenduce halt. Sein Ulti ist fucking hart. Sehr, sehr viele Leute unterschätzen das Ulti, aber das Ulti ist sehr, sehr stark. Sehr stark. Ich würde sogar sagen, es ist von allen Undead-Einheiten, von allen Undead-Helden, das stärkste Ultimate. Mit Abstand. Wirklich mit Abstand. Falls man es gleich sieht oder falls er es killt, aber. Ich kann kurz klären, was macht. Erstmal, Undead ist nicht meine Main-Race, das ist mein mit Abstand die schlechteste Race von mir. Auch Human, ich habe relativ wenig Plan. Aber das Ultimate ist einfach nur ein riesiger Schwarm von Locust. Das sind 20 Locusts, also 20 kleine Käfer, die rumfliegen. Die kann man auch anklicken, die sind allerdings nicht targetbar. Die kann man nicht abschießen oder sonstiges, die zählen aber als Einheiten. Und diese Einheiten greifen immer an. Jeweils 7 davon können gleichzeitig eine einzelne Einheit fokussieren. Das kann man nicht steuern, das machen die automatisch. Und ein Teil des Schadens von dem Ulti wird dem Crypt Lord zurückgegeben. Ich glaube entweder die Hälfte oder dreiviertel, ich weiß nicht mehr genau. Und das Ganze macht scheiße Damage. Und das ist nicht Channeling. Das heißt, er kann damit rumlaufen. Aber jetzt kommt zum Fight. Und ich halte einfach mal die Fresse. Wunderschön. Er trifft einfach mal alles. Und der Frostwurm, wie viel Damage dabei ist. Jetzt mit dem 1-0-Upgrade. Da muss natürlich sofort hart fokussiert werden. Gar keine Chance. Aber der lässt von ihm ab. Also, ich weiß auch nicht, was das werden soll. Hex hier auf den Death Knight. Sollte vielleicht lieber mal den Frostwurm hexen. Oder natürlich auch den Death Knight. Man sollte hier einfach alles hexen. Und der Raster, der nimmt so viel Damage. Das ist doch nicht mehr feierlich. Da muss ich heilen. Der braucht Health Potions. Der braucht alles. Das ist einfach nicht mehr feierbar. Heil. Der Kudon ist bestimmt weg. Du kannst bestimmt eine Healing Wave raushauen. Ich garantiere es dir. Und der Death Knight. Fucking Death Knight. Alter Schwede, was ist das denn hier? Heil dich doch mal, Keule. Heil dich, Junge. Junge, was machst du denn da, Raster? Farian, beiß dir ins Gras. Wunderschön, Impale. Hilft natürlich dabei, den Blader auf Trab zu halten. Und da kommen die Coil und der nächste Raider stirbt. Und dann muss er sich raus teleportieren. Grubby erreicht Level 6 mit Crypt Lord. Alter Schwede. Huh, was ein Fight. Holy fucking shit. Ja, Crypt Lord, wieso ist das Ulti so stark? Das Ulti macht insgesamt, ich glaube, 2000 Damage. Falls es die vollen 30 Sekunden durchtickt. Hat 3 Minuten Cooldown, glaube ich zu wissen. Glaube ich. Falls ich gerade Scheiß erzähle, bitte an die Undeads, korrigiert mich. Ich glaube, es macht bis zu 2000 Damage oder 2100, irgendwie sowas. Ist dann natürlich verteilt, ne? Die Locusts fliegen rum und treffen randommäßig Einheiten. Wieso das Ulti so gut ist, ist, es geht durch Magic Immunity durch und es ist nicht Channeling. Er kann darin rumlaufen, er kann gestunt werden, man kann es nicht dispellen und es ist einfach fucking imba. Es ist fucking overpowered. Er kann damit reinlaufen und solange er lang genug in der Armee drin steht, macht er so viel Damage und heilt sich um eine so krasse Anzahl, das ist wirklich nicht mehr feierbar. Dieses Ulti ist fucking stark und ich kenne keine Möglichkeit, dagegen irgendwas zu tun, außer wegzurennen. Deswegen zündet man es auch nicht vor einem Kampf, sondern in einem Kampf, wenn man schon zu sehr in den Kampf reingesteckt hat, in Anführungsstrichen, ohne dass man da ohne krasse Verluste rausrennt. Also, das war ein Fehler. Der Town Chief, denn der wird nicht mehr lange leben. Das war ein herber Fehler. Das war ganz, ganz doof. Das war ganz, ganz schlecht. Wunderschöne Stomp, aber der Frostwurm. Alter Schwede.
Schön, dass der Blade Master noch nochmal da war mit der Scroll of Speed. Das war ein herber Fehler von Lucifer. Der Grubby spielt das einfach so gut und so souverän runter. Ich frage mich, ob er das Ulti geskillt hat. Wahrscheinlich doch Level 3 Carapace. Weil das Ulti geht auch, also es geht auf Gebäude, es geht wirklich auf alles. Wir können es, falls nochmal zu einem fetten Kampf kommt, aber nein, ich weiß nicht. Ich würde es jetzt benutzen in der Base. Ich weiß nicht. Ich würde es jetzt schon in der Base, einfach die Base auseinandernehmen. Wir brauchen einen Schemen. Ich hoffe, da hat hier einen Schemen. Da ist ein Schemen, wunderschön. Das heißt, kann immerhin Mr. Imbalance Blade Master sein. Der wirklich scheiße Equip hat, also nicht wirklich schön. Da muss doch langsam merken, dass er gesehen wird. Alter Schwede, steht hier einfach nur so rum. Wird natürlich hart angegangen von den beiden Frostwürmern. Das ist echt nicht mehr feierbar. Und der Shadow Sham teleportiert sich raus. Keine Chance. Die Base fällt. Die Base fällt. Er hat sich nicht mal mehr dahin teleportiert. Also ich wahrscheinlich hier teleportiert. Oder hier hin? Nee. Ja doch. Die Base lässt er fallen. Ich hoffe, er weiß von der anderen Base. Weiß der Grubby davon? Er weiß von der. Sehr gut. Da steht ein Ghoul. Sollte vielleicht mal... Sehr schön. Er weiß allerdings nichts von der Expansion. Da unten und da kommt das Ultimate. Der ist tatsächlich gezündet. Sehr schön. Wunderbar. Ulti macht einfach nur scheiße Damage. Wir sehen es hier, ne? Die werden von nichts anderem angegriffen, die fallen einfach so. Diese kleinen Locust, die kann man nicht targeten, aber es sind 20 Stück. Und ich meine, entweder 7 oder 10. Ich glaube, 7 oder 10 können gleichzeitig eine Einheit fokussieren. Geben dem HP zurück, geben dem alles zurück. Das ist fucking hart. Oh! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Alter Schwede, die Frostschirm sagt einfach bye bye. Was für eine Aktion war das denn? Alter Schwede, damit habe ich ja wirklich nicht gerechnet. Wer kommen die denn? Aus welchem hinterletzten Eckchen hat der Dieden rausgeholt? Da war doch... Ah, ja, hier raus. Aus den beiden Mysteries. Ja, das war ja praktisch. Das war echt überraschend. Das war echt fucking überraschend. Ich glaube, damit hat er auch nicht gerechnet, aber... geile Aktion. Definitiv geile Aktion. Alter Schwede, war das eine geile Aktion. Das war echt gut. Das war wirklich belustigend. 0-0 Upgrades auf den Abomination. Also, Grubby 2-0 auf dem Frostwurm. Klar, der macht Ultra-Damage, aber die Batrider, die haben zwar fett gerissen. Oh, der wird es nicht fett reißen. Ja, die Luft, die eigentlich in die Luft. Sehr schön. Ich bin ein bisschen was. Kaufst du mal ein bisschen Mana von Death Knight. Er wird heilen, ein bisschen Mana von Death Knight. Aber dieses Spiel ist einfach wirklich verrückt. Er braucht viel mehr Batrider. Ich weiß nicht, wieso er Windrider geht. Macht null Sinn. Windrider werden einfach vom Himmel geholt werden. Ensnare, das macht null Sinn. Auch wenn nur eine Fiend da ist, dann wird die sehen, wird dann neue Fiends bauen. Ist noch welche in der Production Line, also... 82 Supply für den Undead. Das ist hart. Das ist fucking hart. Er braucht aber das Crackling Upgrade für die Ghule. 54 gegen 82. Can't be done. Nee. Versucht jetzt mit Long Distance Mining, aber. Nee, nee, nee. Long Distance. Hat jetzt zwei Goldminen, aber der Undead, ne? Die Goldmine. Die ist gleich leer, aber. Die hatte auch noch. Sieht zappenduster aus. Sieht wirklich nicht schön aus. Aber jetzt kommen die ganzen Batrider. Vielleicht braucht er nicht so viele. So viel braucht er vielleicht nicht. Er hatte es gesehen. Er hat einen Town Portal erzwungen, aber Grubby hat mehr als genug Income. Er sollte jetzt am besten noch eine zweite Crypt bauen und einfach Fiends pumpen. Einfach Fiends. Und ein paar Upgrades. Sehr gut. 2-0. Ach ja, stimmt, ja. Ist ja kein Wunder. Er braucht viel mehr Fiends. Er braucht irgendwo noch eine Crypt. Sehr schön. Da ist die zweite Crypt. Auch mit Fiends. Wunderbar. Schön. Endlich mal hier der Scout von Lucifer. Damit er mal sieht, was abgeht. Hat jetzt alles sich wahrscheinlich durch das Goblin Laboratory hier freigeschaltet. Ja, mit dem Zeppelin unterwegs. Sehr schön. Durch diese epische Musik. Da könnte was Geiles droppen. Da kann das Call of GG droppen. Also Wiederherstellungscall. Ich nenne es immer das Call of GG, weil in der Regel ist es dann nach immer GG. Da kann er nochmal einiges rausholen. Mal schauen, was hier droppt. Könnte er natürlich auch Blödsinn droppen, wegen so einem Mana-Hund. Ja, oder der hier. Das ist natürlich scheiße. Ist gefundenes Fressen für die Destroyer. Die können den fressen, haben die ultra viel Mana und zerstören einfach alles und jeden.
Und er hat das Upgrade. Naja. Drei Fiends am Start, das müsste locker reichen für die ganze Armee, die da ist. Da muss auf jeden Fall mit aufpassen. Muss vielleicht hier irgendwo halten und dann versuchen, Überraschungseffekt. Das wird einfach schwer. Das wird scheiße schwer. Ich habe keine Ahnung, wie er das schaffen will. 49 Supply, ja, also 49 Supply, ich drücke mal kurz auf Pause, gegen 96, der ist fast am fucking Limit. Er hat allerdings auch kaum noch Geld, also die Expansion läuft definitiv, die ist tot, die hat nichts mehr, das kann man knicken. Da wollte nur noch eine ab, das macht auch keinen Sinn. Die ist zur Hälfte voll. Was hat der Ork? Die Expansion zur Hälfte, die Expansion ist noch voll. Er muss den Kampf hier gewinnen. Ich sehe nicht, wie er das machen kann. Wir schauen uns einfach mal an, aber ich sehe da keine Möglichkeit. Hol doch nicht deine Flugeinheiten sofort nach vorne hin, Alter. Schwing sie doch nicht vor dem Gegner hin. Er wird sie doch sofort entsnähen. Was machst du denn da? Du stehst total bescheuert hier in der Gegend rum. Kann nichts machen. Und Zeppelin ist noch der Town Chief. Was ist das denn für eine bescheuerte Aktion? Der Crippler zündet natürlich sein Ultimate und da regnet das Feuer vom Himmel. Da kommt die Mondstatue, wenn du sie sofort gefuttert. Vorne in das Feuer und da hat sie es ordentlich, Mann. Und da wird da ordentlich reingefangen, aber keine Chance. All die Batrider, alles ist total entsnähert, sau blöd positioniert von Lucia. Was machst du denn? Du warst früher mal einer der besten Spieler aller Zeiten, was Strategie und Positioning angeht, aber der Crypton, das ist mal nicht mit dem Ultimate. Das macht einfach so verdammt viel Damage. Das macht so Bladestorm. Fucking Bladestorm. Ich glaube, ich sehe jetzt einfach mal alle Ultimates. Gleich kommt von irgendwoher nochmal der Mountain King an. Der ist zwar nicht im Spiel, aber fuck it. Alter Schwede, der Blade Master trifft einfach alles. Wie stark dieser Held ist, auch ohne Equip, zerstört einfach alles. Und die lila Wolke Kuh geht drauf. Ultimate von dem Desert. Wir haben eine unbesiegbare Armee für eine kurze Zeit. Alter Schwede. Aber er scheint das irgendwie zu gewinnen. Wie konnte er das denn machen? Er stand doch total bescheuert in der Gegend. Wie konnte er denn alle... Ich verstehe dieses Spiel teilweise nicht. Wie konnte er das denn machen? Wie ging das? Level 7 Cryptlord, ein Monstrum. Level 6 Blade Master, da hat nur noch ein Windwalk. Make it count, baby, make it count. Rette irgendwie den Shaman. Ja, den schaffst du nicht mehr zu retten. Die Kodo wird natürlich auch fallen, das ist. Alter Schwede. Alter fucking Schwede, ja. Boah, der Blader. Deswegen ist dieser Held fucking overpowered. Alle beschweren sich über den Demon Hunter. Das ist der stärkste Held im Spiel. Was soll ich denn als Human dagegen sagen? Wenn er meinen Arkmage töten will, tötet er ihn. Ich kann einen Arkmage Level 10 haben, er Blade Master Level 1 mit negativem Equip, er one-hittet sie trotzdem. Scheiße. Aber ja, der Kampf war krass. Und die nächste Expansion von Grabby. 68 Supply, er kommt einfach so massiv wieder, kann machen, was er will. Aber er hat wenig Geld, er hat wenig Income, er braucht definitiv mehr. Und Grubby, Lucifer, so gut, dass er die Expansion gehalten hat, Hier patrouillieren natürlich Ghule, damit hier keine weitere Expansion aufgebaut wird. Er braucht aber irgendwas. Schön, dass er hier eine Expansion langsam aber sicher hat, von der ich meine zu wissen, Grubby jetzt weiß. Grubby weiß jetzt davon. Wunderbar, also Grubby einfach Mr. Map Awareness, Mr. Brain, er wusste einfach... Was er zu. An welchem Goblin Laboratory steht er denn gerade? Ich weiß gerade nicht, wie er das gescoutet hat. Wahrscheinlich mit der Armee. Aber wirklich Mr. Brain. Er braucht natürlich das Tier 3. Das muss er zerstören, das Tier 3 Gebäude. Die Stronghold muss er vernichten, sonst keine Chance. Ja, null Chancen für Lucifer da auch nur irgendwas gegen zu machen. Nicht gegen diese Armee. Nicht mit 3-0 Fiends. Nicht mit den Abominations, die hier stehen. Und mit den Cryptlord. Naja, null Chancen. Tier 3, wenn Stronghold fällt, das ist zappenduster. Ja, und Cryptlord, so gut. Ja, aber ja. Genau wie Blade Master. Die haben beide OP-Helden. Also, da kann man nichts gegen machen. Ja, aber das ist so eine gute Idee, sich mit dem Ghoul anzulegen. Hat noch nicht das Frenzy Upgrade. Sieht zumindest nicht so aus. Eine Stadt wird belagert. Oh! Let it rip! Ja, das ist Beyblade. Ich glaube, so wurde die Serie auch vorgestellt. Oh, wunderschön nochmal verkauft von Grubby.
Oh, und das hier auch nochmal. Also da denkt Grubby natürlich mit, das ist überragend. Ich glaube, als die Serie geplant wurde, wisst ihr, wenn eine Serie verkauft wird, dann muss man sie ja pitchen. Also das heißt, dass man sie vorschlägt. Und ich glaube, wurde so vorgeschlagen und so vorgestellt, dass man gesagt hat, Blade Master. I want Blade Master Ultimate. Als Spielzeug. Also, wow, hey, Mr. Ballard. Also, hey. Das ist ja wirklich Beyblade. Als ich das zweimal in einem Spiel sehe, alter Schwede, was ist das für ein Game? Das ist doch fucked up. Fucked up. Das ist doch schön, das alleine. Wofür braucht man eine fette Armee wie diese hier, ja? Wofür? Das sind locker 50 Supply, die hier sind. Okay, 40 Supply, die hier drin sind. Und er macht das alleine. Oh oh. Oh oh, das ist nicht gut. Deine Ghoul wurde hier abgelassen und das war's. Man sollte vielleicht vorher ein bisschen was in Verteidigung stecken, liebe Leute. Und Blade Master ohne Equip, so einen Damage. Hat ja nichts. Was hat er denn? Nichts. Sollte das Gebäude wirklich zerstört haben. Das Gebäude ist wirklich wichtig. Hätte das vernichten sollen. Doppel Altar zum schnelleren Wiederbeleben. Nach dem Motto, ich weiß, ich werde hart kassiert. Ich brauche mehr Altar. Alter Schwede. Es könnte gleich nochmal zu einer fetten Begegnung kommen. Tut mir leid, Leute. Mein Herz blutet. Ja, ich weiß, ich bin ein Bastard, aber ich mache an dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns beim dritten und letzten Teil. Ich öl hier wirklich wie ein Schwein. Ja, ich glaube, ich klebe an meinem Sitz fest. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Ansonsten wird hier irgendwo eine Anmerkung aufploppen oder unterhalb des Videos in der Beschreibung ein Link zum nächsten Teil sein, zum dritten Teil. Und schaut ihn euch an, verpasst nicht das legendäre Ende. Das epische Ende, hoffentlich das epische Ende. Ansonsten hoffe ich, dass es eigentlich ein ziemlich cooles Geschenk war an euch, mehr oder weniger, dass ich mit diesem Replay wiederkomme. Mir macht auf jeden Fall soweit richtig viel Spaß, dass du schaut, Carsten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.